Tarawih ist ein langes tägliches Gebet im Ramadan, welches den Namen von Pausen bzw. Erholungen zwischen den Gebetseinheiten erhalten hat. Der Islam kennt 5 Hauptgebete. Es sind die Gebete vor dem Sonnenaufgang, am Mittag, am Nachmittag, nach dem Sonnenuntergang und in der Nacht. Diese Gebete gehören zu den 5 Säulen des Islams. Im Ramadan kann dem Nachtgebet das Tarawih-Gebet mit 20 Gebetseinheiten angehängt werden, so wie es der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, zu tun pflegte. In jeder Einheit werden neben der ersten Sure im Koran, also der Al-Fatiha, weitere Koranverse vorgetragen. Dieses Gebet kann unabhängig vom Ort alleine oder in der Gemeinschaft verrichtet werden. Viele Musliminnen und Muslime nehmen an Tarawih-Gebeten in den Moscheen teil. Manche Imame rezitieren in jeder Einheit einige wenige Koranverse, andere Imame wiederum jeweils eine ganze Koranseite. Wird eine ganze Seite vorgetragen, werden in einem Tarawih-Gebet insgesamt 20 Seiten Koran gelesen. Somit werden täglich eine von 30 Abschnitten des Korans gelesen und bis zum Ramadanende die Lesung abgeschlossen. So können die Gebete auch täglich mehrere Stunden dauern.